Und damit herzlich willkommen zurück bei Outland in Ministry. Das ist dann wohl das Kloster oder sowas. Natürlich. Weg. Das ist ja genial. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist quasi die Steigerung von diesen Plattformen. Naja, was heißt die Steigerung? Eine logische Fortsetzung, da man ja auch an die Wand hüpfen kann und so. Na! So muss ich vielleicht tun. Da dürfte er sein. Ja, hey, genau, getroffen. Wunderschön. Einmal einen neutralen, fetten Schlag hinterher und beide Gegner auf einmal zu treffen. So, aber hier ist er. Hier geht's definitiv weiter. Verarsch mich nicht, Spiel. Verarsch mich nicht. 35.000, auch hier zögere ich nicht. Ich werde ja immer stärker. Sehr gut. Geht's ja noch weiter? Das sieht so löchrig aus. Aber nö, tut's nicht. Nun denn. Was? Kannst du dich nicht da festhalten? Doch, kannst du. Okay, uah. Ah, auch hier kann ich natürlich. Achso, ja, natürlich. Wenn ich wechsle, bin ich ja wieder blau. Ist ja klar. So muss ich das tun. Hep, und wieder blau. Au! Ja. Ich mache jetzt mal so. Dann würde ich aber gerne noch hier. Ich sagte, ich würde gerne noch hier hoch. Das hat wunderbar nicht geklappt, aber so geht's. Hey, meine große Münze. Gib sie mir. Nein! Ich brauche noch das Geld, damit ich mir Lebensupgrades und so kaufen kann. Ach nee, da komme ich ja gar nicht. Ich wollte gerade darüber springen, aber das ist ja der Grund. Das ist immer sowas, was mich ein bisschen stört bei so Plattformern. Ah, geht mal weg. Wenn die so mehrfach, so mehrere Ebenen haben und der Hintergrund so ein bisschen in demselben Stil ist wie der Vordergrund, dann kriege ich das relativ häufig hin, Vorder- und Hintergrund zu verwechseln. Ich weiß auch nicht, warum das irgendwie in ist oder so. Ich meine, früher bei Super Mario zum Beispiel, da gab es auch mehrere Ebenen. Aber die sahen halt trotzdem anders aus. Dann trotzdem dazu gepasst, die hinteren Ebenen, ne? Aber da gab es halt eben nicht diese Gefahr, dass man das irgendwie verwechselt. Sag mal! Nein. Herz greifen wir nicht an. Alter! Mal weg! Ich mag diese Gegner nicht, die sind so unberechenbar. Das hier ist das kaputt, oder was? Keine Ahnung. Da geht es erst an, wenn ich zurücklaufe. Ich weiß nicht. Ich gehe mal oben rum. Naja, gut. Autsch! So viel dazu. Ich wollte hier eigentlich abspringen. Ja, das geht ja zum Glück. Ja, man kann hier tatsächlich von unten wieder hoch. Oh, aber man sollte sich dabei nicht so blöd anstellen wie ich. Was haben wir hier? Geht's hier runter? Das sieht so aus, als würde es hier runtergehen. Sieht aber wohl nur so aus. Aber hier geht es runter. Haha, eine Geldbase. Geht's ja noch weiter runter? Nein. Aber der Schalter dürfte genau dieses Tor hier öffnen. Das hatte ich mir so gedacht. Ja, im Prinzip habe ich auch keine andere Möglichkeit, als da wieder runterzugehen. Ah, dass man da nicht draufstehen kann, ist schon ein bisschen dämlich. Muss ich ja sagen, ne? Also, das ist schon breit genug, dass man da nicht drauf hochstellen kann. So ist es ja nicht. Oh, guck mal, ich darf hier wieder zurück. Das ist ja nett. Ah, was tue ich denn?
Ich ignoriere den jetzt einfach so. Da kann ich nichts. Weg. Ah! Riesenspinne. Da bin ich tot. Zum ersten Mal. Was passiert jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Muss ich jetzt ernsthaft wieder alles von vorne machen? Ach nee, ich bin hier beim Checkpoint. Das ist ja... Okay. Das geht ja noch. Ich glaube, damit können wir alle leben. Aber dafür ist jetzt natürlich der Dicke wieder da. Der natürlich auch nach hinten schlagen kann mit seinem Kopf. War das nicht irgendwie klar? Und nochmal, ich verlange, wenn Gegner mir bei Berührung Schaden zufügen, dass ich dann ihnen auch Schaden zufüge bei Berührung. Zumindest, wenn ich ihnen auf den Kopf hüpfe. Das ist doch wohl nicht zu viel für ihn. Ja, siehst du? Ich verlange mal. Dafür, dass man auf den Dinger nicht stehen kann, sind sie ziemlich gut darin, mich abwärts zu bremsen, muss ich ja sagen, ne? Ach Gott, die ganzen Gegner sind wieder hier, weil ich gestorben bin. Wo? Heißt das im Gegenzug jetzt auch, ich kann das ganze Gold nochmal kriegen? Oder habe ich das Gold von denen verloren? Ah. Den da wollte ich. Hep, sag mal. Och, nö. Ah, diese Gegner sind so böse. Dass die da einfach... Dass die einfach nicht hier, weißt du? Wie alle anderen sich hochschleudern lassen. Ich verstehe auch nicht, warum nicht. Ich meine, ja, ist so, aber... Die sind so fies und so schnell. Ich finde die overpowered. Ganz ehrlich. Ach, guck mal. Die Dinger kommen tatsächlich erst dann, wenn ich auch sie verlasse. Ne? So. Oh mein Gott! Das ist ja großartig. Moment, ich will darüber. Das gefällt mir mit diesen Blöcken. War so richtig gut. Siehst du, Eron? So macht man das. Weg hier. Na, den hätte ich dann doch gerne. So, wie komme ich jetzt? Nee. Okay, hier komme ich also nicht hoch. Hier muss ich hoch. Na? Hier hochwechseln, damit es verschwunden bleibt. Und dann, ach, das ist ja auch rot. Hm. Okay, nochmal von vorne. Ach, ich muss hier gar nicht wechseln. Oh Mann, jetzt aber. Ja, du weg, nervst. So, hier rüber, hier muss ich wechseln. Na, mir egal. Ist nur eine Qualle. Sein. Geld. Alte Muni. Ja. Doch. Mir gefällt das. Mit dem Blöcken. Vor allem, boah, es ist gut. Wo muss ich eigentlich hin? Wo zum Henker muss ich eigentlich hin? Da ist ein Checkpoint. Geht's hier weiter? Ja, es geht ja tatsächlich weiter. Gibt es denn unten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann stelle ich mir die Frage, ob es oben noch irgendwas gibt. Und tatsächlich gibt es hier noch was. Nämlich Geld.
mein Geld. So, ein Blick auf die Karte. Nach unten links geht es nicht weiter, so wie es aussieht. Da muss ich irgendeinen Schalter drücken vorher. Ich könnte noch da hochgehen. Dort befindet sich nämlich eine Plattform. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Na, über diese Plattform natürlich. So viel ist klar. Und hier unten komme ich eh nicht weiter, weil ich dafür einen Guardian Key brauche. Na, das war fies. Das ist mir gar nicht mehr aufgefallen, aber die roten und die blauen Plattformen sind ein bisschen anders geformt. Die roten sind unten so ein bisschen breiter und die roten sind unten ein bisschen schmaler und die blauen sind unten ein bisschen breiter. So. Oh Gott, jetzt sind die ernsthaft hier wechselnd. Hier nicht mehr gut. So, das hätte ich nämlich gerne noch. Und dann, ne? Plattform, kommst du? Hier oben weiter. Ja, da oben geht's weiter. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier im Labyrinth, The Maze. Bis dahin, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen.